Hi ho und willkommen zurück bei lieben Rollenspiel und Zwergenfreunde zum Baldur's Gate. Jo, wir sind im freundlichen Arm, nachdem wir die Feuerweinbrücke gesäubert haben und Güllikin daneben. Und wie man sehen kann, haben wir bis auf Durlaks Turm, was ein Teil des Addons ist, also der Legende der Schwertküste, die gesamten Süden abgeschlossen. Also hier gibt es nichts mehr für uns. Der einzige Weg führt jetzt hier nur noch nach Baldur's Tor. Oder Baldur's Gate, wie es hier steht. Riesengroß. Ja, Baldur's Gate besteht nämlich, wenn man von der Brücke hier mal absieht, aus 9 Gebieten. 3x3. Und dort werden wir viel Zeit verbringen und viel Spaß haben. Oder auch nicht. Aber erstmal müssen wir dorthin kommen, und zwar hier über die Bauernhöfe, die Handelsstraße entlang. Und hier oben ist Ulgurts Beard. Das ist auch noch Add-on. Also das ist für später, wenn wir im letzten Akt sind. Gut, jetzt gucken wir mal kurz in unsere Inventare, ob ich auch nicht vergessen habe, irgendwelche Schmuckstücke, die ich den Leuten in die Slots gepackt habe, zu verkaufen. Du hast viel zu viel Zeug, definitiv. Ja, also hier zum Beispiel diese Goldkette hier. Die, ja, wir irgendwie verkaufen könnten. Du trägst sowieso nur einen Haufen magisches Zeug mit dir rum. Und wir haben sehr viele Schriftrollen hier unten. Ich bin schon am Überlegen, ob ich Magie Bann verkaufen soll, weil sie kann es zweimal sprechen. Und ich glaube sogar, ja, sie kann es mindestens einmal sprechen. Ich glaube, ich könnte ihr das, die Glyphe der Abwehr mal wegnehmen und ihr auch Magie Bann geben. Oh, und sie kann auch neue Zauber jetzt. Fällt mir gerade so auf. Hm. Ach nee, kann sie nicht. Ich habe ihr ja aus Versehen den Ring hier weggenommen. Genau. Deswegen hat sie Zauber eingebüßt. Das ist nicht so toll. Mhm. Flammenklinge nochmal. Und nochmal verwirren. So. Man merkt, sie kann sehr viel weniger Zauber als Talisa. Lähmung aufheben ist eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Fluchbrechen brauchen wir nicht so unbedingt. Und wenn wir es brauchen, können wir aber rasten. Und Untote herbeirufen, das ist nichts, was Talisa können sollte. Ja, eigentlich ist fast schon der Ring bei ihr besser aufgehoben. Obwohl, nee, ist okay so. Gut, das heißt, wir verkaufen jetzt noch schnell die Goldkette. Meine Schenke steht allen offen, die sich anständig benehmen. Hoi. Was habt ihr zu verkaufen? Ja, die Goldkette wollen wir verkaufen. Wir haben sehr viel Gold, übrigens. So. Ich bin ganz ohr. Was? Dann schnappen wir uns mal unsere Gruppe wieder und gehen. Brauche ich mehr Bier. Geheilt sind wir alle voll, oder? Ah, Minsk hat noch. Minsk fehlt noch ein Lebenspunkt, aber das ich ist okay. Ich bin ganz ohr. Ja, ja. Meine Party ist da, wir können weiter. Nichts leichter als das. Warum auch immer ich meine Party sammeln muss, um den freundlichen Abend zu verlassen. Gut. Die Art, wie sich diese Gruppe entwickelt, gefällt mir nicht. Ein besserer Anführer könnte vielleicht helfen. Ich würde ja hier am liebsten mal stumm schalten. Die hat das jetzt schon so oft gesagt, dass es einem irgendwann auf die Nerven geht. Gut, ist ihre freie Meinung, aber trotzdem braucht sie es nicht tausendmal sagen. Umschalten. Jo.
So, wir verlassen jetzt den freundlichen Arm, also die Karte. Und reisen nach hier oben. Gut. So, hier ist die Straße. Verschont keine. Und hier sind gleich mal wegelagerische Hobgoblins. Die haben wohl noch nicht mitgekriegt, dass ihre ganze Operation im Arsch ist. Oder die dachten sich einfach, sie können auch so weitermachen. Naja. Oh, ein Ritter. Jedenfalls sieht er aus wie einer. Halt! Freund oder Feind? Halt, Freund oder Feind. Was bist du für ein Henner? Wir sollten jetzt wissen, bevor ihr uns nicht sagt, wer ihr seid. Ich bin Ayantis, Knapp und Paladin von Lothelm. Oh, das trifft sich ja gut. Talisa ist auch eine Anhängerin Helms geworden, vor nicht allzu langer Zeit. Ich bin aus der Stadt Tiefwasser hierher gekommen, um den Kampf gegen die Räuber aufzunehmen, die das Reisen auf diesen Straßen so riskant machen. Und ihr, wer seid ihr? Wir sind nur Reisende, wir möchten den Räuber überfallen, auch ein Ende bereiten. Wenn das so ist, warum verbünden wir uns dann nicht im Kampf gegen diese verachtenswerten Gesetzesbrecher? Hört sich eigentlich gut an, wir sind immer auf der Suche nach einem weiteren Schwertkämpfer, aber eigentlich tut uns leid, wir brauchen keinen Gefährten mehr. Wohlan. Ich wünsche euch das Beste auf euren Wegen, denn die Straßen sind sehr gefährlich. Viel Glück auf der Reise. Naja, der bleibt jetzt da stehen, falls wir ihn doch nochmal brauchen sollten. Jo. Naja, wir hätten hier theoretisch Yahira und Khalid in den Zwergenminen eintauschen können gegen den Klerikerkämpfer. Also gegen den Zwerg dort unten. Da hätten wir einen Zwerg in der Kopf gehabt. Und den Paladin hätten wir als Ersatz für Khalid nehmen können. So. Wieder mal Räuber. Bringt eigentlich jetzt nichts mehr, die Räuberskalpe einzusammeln. Weil die Auftraggeberin abgezogen ist. Vielleicht finden wir ja in Baldur's Tor jemanden, der uns das Zeug abnimmt. Immerhin kommt sie von dort. Vielleicht treffen wir sie dort wieder und sie nimmt uns die Räuber-Skype ab. Oder ihr Vorgesetzter tut das. So oder so. Ein bisschen mehr Geld ist nicht schlecht, auch wenn wir schon ziemlich reich sind. So, toll. Wir haben sind der Straße in die falsche Richtung gefolgt. Das finde ich jetzt etwas doof, weil gucken wir mal kurz nach Westen, ob es da noch was gibt. Nein, da wäre nur der Fluss. Die Mine sehen wir ja von hier aus nicht mehr. Unter meiner Würde. Die ist nämlich tief im Wald verborgen. Aber wir sind der Straße schon mal in die falsche Richtung gefolgt. Oh, was haben wir hier? Eine Hütte mit Netzen, könnte eine Fischerhütte sein. Und drei Leutchen. Ja, 10 sollte ich auch nicht noch können. Ich zähle einfach die Hühner mit. Ja, das könnte wirklich eine Fischerhütte sein. Oder das sind einfach ihre Wohnhäuser und die sind Fischer. Wir sollten aber erstmal mit diesen Fischern reden. Verdammt, Sonne! Wir können nicht ewig so weitermachen! Tut mir leid, wir haben heute keinen Fisch. Vielleicht ja wieder, wenn die Zeiten besser geworden sind. Einen Moment, Jebado. Vielleicht sind Sie ja die Lösung unseres Problems. Sie sehen ziemlich danach aus, als könnte man Ihnen vertrauen.
Ach ja, das Problem. Verzeih mir mein Betragen, aber wir sind arme Leute, die mit solchen Schwierigkeiten schlecht umgehen können. Es sind harte Zeiten. Jedes Mal, wenn wir ein Boot zum Wasser lassen, läuft es voll Regenwasser und säuft ab. Schlechtes Karma? Amberly, die launische Königin, sie ist es. Jo, Amberly ist die Göttin der Stürme, soweit ich weiß. Also auch immer, die damit zu tun hat, hier arme Fischer zu schikanieren. Ganz ruhig, Tillmann. Worauf er hinaus will, wir werden von einer Priesterin der launischen Amberly schikaniert. Wir haben keine Ahnung wieso, aber jedes Mal, wenn wir auf Fischfang gehen wollen, sorgt sie dafür, dass es ein Unwetter gibt. Zwei von uns wurden sogar schon auf dem Weg zur Angelstelle weggespült, aber wir können der Garde nicht beweisen, dass sie dahinter steckt. Wir brauchen jemanden, der sie mit Gewalt dazu bewegen kann, uns endlich in Frieden zu lassen. Wir haben nicht viel Geld, aber ich wäre gerne bereit, euch eine Zauberwaffe aus Abenteuertagen meines Großvaters zu überlassen. Zugegeben, das ist ein recht bescheidener Lohn für den großen Dienst, um den wir euch ersuchen. Seid ihr bereit, unseren armen Fischersleuten zu helfen? Tut mir leid, ich habe kein Interesse, sagen wir mal nicht. Die sind zwar ein bisschen rabiat, weil sie sagen, sie wollen, dass wir es mit Gewalt lösen. Aber auch ehrlich gesagt, Amberly-Priesterinnen sind ziemlich aggressive Frauen. Das kann gut möglich sein, dass wir da nicht viel reden können. Und wenn sie die armen Fischer wirklich grundlos schikaniert, dann sollten wir als Helmanhängerin doch helfen. Euer Angebot ist vielversprechend, betrachtet es als erledigt. Ah, ich wusste, dass man sich auf euch verlassen kann. Sie versteckt sich bei einer kleinen Hütte im Norden. Passt gut auf und beeilt euch, sie hat so ihre Tricks. Viel Glück, meine tapferen Freunde. Okay. Gucken wir uns hier mal fertig um. Einmal hinter dem Haus kurz umschauen. Hier ist aber auch nicht gerade viel. Ah, hier ist der Fischersteg. Also hier haben sie wahrscheinlich ihre Boote gehabt, bis die... Ja, und genau jetzt fängt es an zu regnen. Ich habe eigentlich keine so große Lust, weggespült zu werden. So, danke. Gucken wir uns mal in ihren Häusern um. Ob es da noch jemanden zum Reden gibt. So. Dieses Haus ist leer. Da kann Emolian ja es nicht lassen, mal zu sehen. Denn ich verschwinde jetzt. So, sofern sie rauskommt. Verschlossen. Eine Silberkette ist nicht viel wert. 32 Goldmünzen sollten wir peinigten Fischern auch nicht gerade klauen. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Dann haben wir noch die Hütte hier. Ah, da steht eine Truhe, da steht noch eine Truhe. Ich hab genug davon. Gut, gucken wir uns die mal an. Eine Schleuder und Schleuderkugel. Oh, habe ich ver... Ich habe nicht dran gedacht, die Schleuderkugel zu kaufen. Juhu. Dann sollte ich die 10 Stück da doch mal mitnehmen und 27 Gold. Okay. 10 Schleuderkugel ist wenigstens besser als nichts. Beinahe unter meiner Würde. Gut, gehen wir zurück auf die Straße, würde ich mal sagen. Und dann folgen wir der Straße gen Norden. Erstmal, damit wir wissen, wo die Straße entlang läuft und wir uns in dem Gebiet dann fertig umschauen können. Oder wir gehen einfach so seitlich an der Straße entlang.
unser Paladin-Freund da vorbei. Naja, für das Let's Play wollte ich eigentlich die Kanon-Gruppe behalten. Also das sind die 6 Leutchen hier, die ich jetzt habe. Warum auch immer. Naja, bei Minsk ist es klar. Minsk ist cool. Beziehungsweise Bo ist cool. So, da geht die Straße gen Norden.